Hallo und herzlich willkommen beim Spieltagstalk. Heute mit dabei sind Julian Kral und Tobias Gunte. Moin. Ihr habt uns ja zahlreiche Fragen auf Instagram gestellt und fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Wer waren eure Vorbilder in der Jugend? Für mich Oliver Kahn. Mein Vorbild in der Jugend war Cristiano Ronaldo, weil ich als kleiner Junge auch noch Offensivspieler war. Welche Sportarten findet ihr neben dem Fußball noch interessant? Ich gucke ab und zu mal mit Freunden auch Basketball oder zum Beispiel Formel 1 mit Julian letztens. Einfach da, wo gerade so ein bisschen Spannung herrscht, wo die Titelrennen eng sind, das guckt man sich gerne mal an. Ich bin ein sehr großer Football-Fan, schaue viel NFL und sehr, sehr viel Formel 1. Jetzt auch wieder, wie Tobi gesagt hat, mal zusammen. Interessiere ich mich schon sehr für. Ohne welche App könnt ihr auf dem Handy nicht leben? YouTube. Da gehe ich mit, bei mir wäre es auch YouTube. Was war euer bisher schönster Moment in eurer Fußballkarriere? Ich würde sagen, der Aufstieg in die dritte Liga letzte Saison. Als ich das erste Mal im Bundesliga-Kader stand, damals mit Köln gegen Union Berlin, leider 0-2 verloren, aber erstes Erlebnis in einem vollen Stadion war sehr cool. Wenn ihr ein Tier wärt, welches wäre das? Weiß ich nicht. Adler, fliegen cool. Ich wäre gern ein Löwe. Was sind eure Lieblingsorte in Berlin? Eindeutig mein Zuhause. Meine Wohnung. Jetzt eine Frage an Julian. Hast du dich gut in Berlin eingelebt? Ja, vor allen Dingen die Mannschaft hat mir sehr geholfen. Ich mache privat viel mit Tobi. Das hat mir auch geholfen, hier anzukommen. Alles in allem fühle ich mich hier in der Stadt sehr wohl. Jetzt eine Frage an Gunte. Woher kommt der Kontakt zu Eli Geller? Ja, wir sind ein Jahrgang und beide Berliner und er war auch Fußballer früher und deswegen hat man öfter mal gegeneinander gespielt. Wir haben so ein paar gleiche Freunde oder Bekannte, dadurch kennt man sich halt, ja. Welche Übung im Training mögt ihr überhaupt nicht? Taktische Form, wo man viel steht und besonders jetzt, wenn es kalt ist, sehr unangenehm. Da gehe ich zwar mit, aber eine Sache... Ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht böse, aber die Erwärmung bei Roman. Was ist euer Traumreiseziel? Gute Frage. Ich würde sehr gerne mal einen Roadtrip oder sowas ähnliches durch Amerika machen. Bei mir auch die USA. Sehr gerne mal Seattle. Würde sehr gerne da mal ein NFL-Spiel gucken von den Seahawks. Das wäre so ein Traumziel für mich. Was gibt es bei euch zum Frühstück? Immer unterschiedlich, oft Obst, Müsli, mal Eier, sehr unterschiedlich. Also wenn wir Training haben, dann gibt es oftmals einen Shake oder ein Müsli vorm Training. Jetzt nochmal eine Frage an Tobi, warum besitzt du eine silberne Ehrennadel? Weil ich 15 Jahre Mitglied bei Victoria bin. Beschreib Victoria in 3 Worten. Aufstrebend, familiär und Berlin. Da gehe ich mit Julian mit, aber für mich ist der Verein auch meine Heimat. Wie ist eure Einschätzung zum kommenden Gegner SV Meppen? Man darf sich jetzt nicht blenden lassen von dem letzten Spiel von Meppen. Die hatten davor eine sehr starke Serie und deswegen sollten wir sehr fokussiert in das Spiel gehen und versuchen jetzt nochmal vor Weihnachten Punkte mitzunehmen und alles zu geben. Da kommt eine Mannschaft mit sehr viel Qualität auf uns zu. Ich denke, wir müssen alles... was wir noch im Tank haben, rausholen, um da gut erfolgreich zu sein. Und ja, mal gucken, was für uns rumspringt. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, YouTube und Twitter und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Natürlich haben wir noch eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Und zur Feier des Tages, da es über die Nacht geschneit hat, gehen wir jetzt raus. Wir haben eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Und zwar müssen Tobi und Jule Schneebälle gegen die Latte werfen. Best of three. Kann ich schon was sagen? Ja. Tobi Gunte in der Vorbereitung des ersten Wurfes. Er holt aus, wirft und knapp daneben. Der zweite Wurf ist klasse. Er ist einfach der Beste. Der dritte Wurf, mit Schmack ist aber daneben. Torwart. Das ist seine Spezialität. Mal schauen, wie dies ihm gelingt. So sieht's aus. Der erste Wurf und der Treffer.
Konzentration. Der zweite Wurf. Knapp daneben. Wird's der Ausgleich oder der Sieg für Jule? Der Druck ist hoch. Und da ist es nicht. Es steht 1-1 und kommen wir hier zum Stechen zwischen Gunther und Jule. Gunther als erster und knapp daneben. Unser Torwart. Oh, und es geht weiter. Hier ein bisschen das Spielchen. Tobi Gunther ist wieder dran. Der ist zu weit, das hat man direkt gesehen. Und Jule mit Schmackes, da ist der Treffer und der Sieg. Hallo, hier ist Lukas. Hallo. Test, 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 hallo. Test. Ich muss raus. Achso, ich hatte ja muss die Frage nochmal stellen. Ach ja. Müssen wir nochmal? Okay. Ohne welche App könntet ihr auf dem Smart... Auf dem Smartphone? Ja, nochmal bitte. Sag einfach Handy. Giraffe. Was esst ihr zum Frühstück, ihr Maschine? Aber Maschine soll ich nicht sagen, oder? Was gibt es bei euch zum Morgen zum Frühstück? Sehr. Was gibt es bei euch zum Morgen zum Frühstück? Zum Morgen zum Mittagessen. Okay, einfach was, zum was Frühstück. Das ist der Beste. Also an freien Tagen durchaus mal so ein schönes Sandwich, aber sonst, wenn wir so 30 Zentimeter Saft zum Morgen. Nein, so ein Sandwich, wer sagt denn sowas? Also an freien Tagen gibt es durchaus mal so ein Toast, aber... Alter. Kann ich. Das ist daran so schlimm. Der ist schon mal Toast, da gönn ich mir richtig. Ich bin halt wenigstens ehrlich. Jetzt nochmal eine Frage an Tobi. Warum besitzt du eine silberne... Ich brauche mal kurz Wasser. Ja, aber ich... Das mit hier Social Media kann ich nicht mit meinem... Mach's gut, Pinky. Da verschluck ich mich. Mhm. Sieht man das? Nein. Ehrennadel, noch nie sowas gehört. Hey, hey, Vicky. Hast du schon mal überlegt, Moderator zu werden? Also auf jeden Fall nicht. Aber oh. Also... Ja, wir haben eine kleine Challenge vorbereitet. Sie... nee, warte mal. Sie geht darum, jetzt Schneebälle auf die Latte zu werfen. Junge, ne?